Psalm 23, ein Psalm von David. Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todes Schattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus Jahwes lebenslang. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Salbung. Salbung, das ist so ein Thema. Das ist ein Thema, das ist für viele Leute fast stressbeladen. Ja, das ist so richtig was Charismatisches. Also ich weiß noch, als ich noch aus meinem evangelikalen Hintergrund kam, das Wort Salbung, das war irgendwie so ein Reizwort. Da hatten die irgendwie Schwierigkeiten mit. Salbung, das klang eben so richtig pfingstlerisch, charismatisch. Das lag daran, dass die ein Verständnis davon hatten, worum es da ging und wir nicht. Inzwischen hat sich das geändert, hoffentlich. Salbung. Zunächst einmal, Messias heißt der Gesalbte. Die griechische Übersetzung ist Christos und die römische, lateinische ist Christus. Christus heißt der Gesalbte. Jesus Christus heißt Jesus der Gesalbte. Ne? Der Messias, der Gesalbte Gottes. So, wenn wir sagen, wir sind Christen, sagen wir sind Gesalbte. So, also wenn jemand mit dem Wort Salbung Probleme hat, dann sollte er sich mal überlegen, ob er sich Christ nennen möchte. Weil er sagt nämlich, wenn er sagt, ich bin Christ, dass er ein Gesalbter ist. Okay, also von daher ist das Thema Salbung durchaus kein kleines, unbedeutendes Randthema, sondern schon etwas, was uns betrifft, ne, wenn wir uns als Christen denn bezeichnen. Was wir uns ja hoffentlich tun. Okay, Salbung. Fangen wir vorne an. Im Alten Testament finden wir mehrfach irgendwelche Salben und Öle und irgendwelche Sachen, die da zusammengestellt worden sind, auch beispielsweise im Hohen Lied, wo es darum geht. Also ist kein Randthema, sondern kommt durchaus vor. Mehrere Bibelstellen, man brauchte das auch zur täglichen Körperpflege natürlich, zum Frisieren, zum Parfümieren, zum Reinigen. Also dieses Salben, das war wichtig, ja, mit Öl und so weiter. Und es war so, dass das Nicht-Salben, das Unterlassen von sich zu salben, ein Zeichen von Trauer oder Buße war, beziehungsweise Fasten. Ne? Also das war etwas, was dann zum Ausdruck kam. Also wenn du dich nicht gesalbt hast, war ein Ausdruck, das war eben Ausnahmezustand. Ne? Das gehörte zum guten Ton, das hatte was mit Reinigung zu tun und so weiter. So, und das war auch im Neuen Testament so. Wir wissen, das kommt in den Evangelien vor, dass durch das Salben des Hauptes Gäste eben geehrt wurden. Also einfach nur, man hat die dann entsprechend geehrt. Warum das sich so entwickelt hat, weiß ich nicht. Aber Jesus, das wissen wir, wurde auch gesalbt. Ne? Und zwar von diesen Frauen, die ihn einfach ihre Liebe und Dankbarkeit damit zum Ausdruck gebracht haben. Finden wir beispielsweise in Matthäus 26 oder in Lukas 7. So, und eine gewöhnliche Salbe, die man dafür verwendet hat, war also Olivenöl mit Zusatz von Duftstoffen. Also war jetzt nicht so eine Salbe, wie du die von zu Hause kannst, aus der Tube, ne? Wo du drauf drückst, das ist in der Regel auf Erdölbasis. Ne? Sollte was anderes drin sein, keine Ahnung, Distelöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl oder sonst was, das steht wahrscheinlich drauf. Aber damals war es eben Olivenöl und man hat irgendwelche Duftstoffe dazu getan. Narde oder Myrrhe werden beispielsweise im Alten Testament genannt, mit dem man eben das veredelt hat. So, und dieses Salben war völlig im normalen, wie soll ich mal sagen, gesellschaftlichen Lebenswandel gehörte das dazu. Das war also erstmal nichts Religiöses oder irgendwie sowas Abgehobenes, sondern es war normal, eben wie sozusagen gehörte zur Reinigung dazu.
salben, ne, wie man es heute eben macht, Körperpflege oder sich entsprechend von mir aus eincremen oder sonst was. So, aber dann gab es eben Salbung von Menschen im Auftrag von Gott oder auch Salbung von Gegenständen im Auftrag von Gott, wo also bestimmt gesagt worden ist von Gott, ich möchte, dass dieser Gegenstand oder diese Person gesalbt wird, weil sie dadurch für einen bestimmten Zweck, zubereitet wird, für eine bestimmte Aufgabe geweiht wird. So. Bei Gegenständen finden wir das natürlich bei der Stiftshütte, bei den ganzen Geräten, die da waren. Alles, was für den Gottesdienst verwendet werden sollte und so weiter, musste geweiht werden und wurde dazu gesalbt. Ja, findest du halt in 2. Mose 29 und so weiter oder 30 oder 40, also etliches, was darüber steht. Und da war auch der Brandopferaltar, der gesalbt worden ist, die ganze Stiftshütte wurde gesalbt. Und dazu gab es ein heiliges Salböl. Ein heiliges Salböl. Und dieses heilige Salböl durfte auch sonst nicht weiter großartig verwendet werden, sondern das war ausschließlich für diesen Gebrauch vorgesehen. Also Olivenöl mit Myrrhe, Zimt, Kalmus und Kassia. Das waren also vier Gegenstände oder vier Bestandteile, die dazu kamen. Findest du in 2. Mose 30. Ne? Da heißt es, nimm dir Balsam von bester Sorte, 500 Schekel. Also das war schon Big Style, ja, das war wirklich großes Volumen und auch dann entsprechend wertvoll. Erstarrte Tropfenmyrrhe, halb so viel, also 250 Schekel. Wohlriechenden Zimt, 250 Schekel. Gewürzrohr und 500 Schekel Zimtnelken nach dem Schekelgewicht des Heiligtums. Dazu ein Hin Olivenöl und mach daraus ein heiliges Salböl, eine würzige Salbe, wie sie dir der Salbenmischer bereitet. Ein heiliges Salböl soll dies sein. So, also das ist eine Rezeptur, die du in der Bibel findest und die sollen nicht nachgemacht werden. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sagen, okay, aus diesen Bestandteilen, Olivenöl und eben diesen vier Sachen, kann man durchaus ein gutes Salböl machen. Und da habe ich beispielsweise dieses hier gefunden, was genau diese Bestandteile hat. Ja, schönes Salböl aus Israel, Holy Anointing Oil. Riecht ein bisschen intensiv. Das werden wir hinterher noch schön einsetzen hier. Das ist also Salböl, wo genau diese Bestandteile drin sind. Es gibt also beispielsweise ist kein Weihrauch drin. Ne? Es gibt viel Öle, wo also Weihrauch beispielsweise drin ist. Das ist hier nicht drin. Aber eben hier diese vier besonderen Sachen. Und dieses Öl, das war eben dazu da, diese Gegenstände für das Heiligtum zu salben, zu weihen. Dadurch wurden sie dann im Grunde genommen heilig. Und das ist sehr interessant. Wir merken also, von Gott ist dieser Akt des Salbens von einer großen Bedeutung gewesen. Der hat da Wert drauf gelegt. Das musste erstmal passieren, bevor der Gegenstand verwendet werden durfte für den Gottesdienst. Beziehungsweise dann später auch, bevor ein Priester überhaupt seinen Dienst tun durfte. Also die Salbung hat etwas mit dem Timing Gottes zu tun. Eine andere Sache, wo ein Gegenstand gesalbt wird, das ist eine ganz eigentümliche Bibelstelle, das ist der Stein, den Jakob aufgerichtet hat. Ja, Jakob hat diesen Stein aufgerichtet, wo er geschlafen hatte, die Himmelsleiter gesehen hatte und den hat er gesalbt. Ne? Das findest du in 1. Mose 28. Okay, aber jetzt nochmal zu diesem heiligen Salböl. Das wurde eben neben den Gegenständen für Personen benutzt und zwar im Alten Testament für Könige, Priester und auch hinterher für Propheten. Für Könige, Priester, Propheten. Sollte uns zu denken geben. Denn wir wissen, dass das Neue Testament davon spricht, dass auch wir als Könige, Priester und Propheten eingesetzt sind. So wurde beispielsweise Elia von Gott angewiesen, Elisa als seinen Nachfolger zu salben. Da wurde der Prophet gesalbt, ja, als Nachfolger. Aaron und alle Hohepriester, die ihm nachfolgten, sollten ebenfalls mit diesem heiligen Salböl gesalbt werden, um dann in die Berufung zu kommen. Ne? Saul wurde gesalbt, das kennen wir.
Ne? David wurde gesalbt, Salomo wurde gesalbt, Hasael wurde gesalbt, das war auch eine Story mit Elia, Jehu wurde gesalbt und Joas. Davon berichtet die Bibel also ausdrücklich, dass das Könige waren, die gesalbt worden sind zum König. Da finden wir beispielsweise in 1. Samuel 16, ab Vers 1, und Jahwe sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Klarer Job, Gott sagt zu dem Propheten, in dem Fall zu Samuel, Richter, geh und salbe einen anderen zum König. Eine ganz präzise Anordnung Gottes. Ich will, dass der König ist. Und auch bei Elia, ganz präzise von Gott gesagt, bei Aaron, präzise Anordnungen, wie das zu funktionieren hat. Und interessanterweise ist es dann so, dass schon im Alten Testament diese Salbung häufig in Kombination steht mit einer Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Das finden wir beispielsweise hier in 1. Samuel 10, Vers 1. Das ist auch diese Story mit Samuel und Saul, beziehungsweise Samuel und David. Da kommt das mehrfach vor. Erstens bei der Berufung Sauls, da war es auch so, dass Samuel den mit Öl gesalbt hat. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt, also das Haupt von Saul. Und er küsste ihn und sagte, so hat Jahwe dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Als Fürsten über sein Erbteil gesalbt, als König gesalbt. Wer hat das getan? Der Herr. Jahwe hat im Auftrag, hat Samuel das gemacht, aber im Auftrag Jahwes hat er ihn gesalbt. So, damit war Saul zum König gesalbt, offiziell vom Herrn auserwählt. Ne? Im gleichen Kapitel in Vers 6 lesen wir dann, dass Samuel im gleichen Ding zu Saul spricht und sagt, und der Geist Jahwes wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen, er spricht von einer Situation, die kurz darauf stattfinden wird, und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Das heißt, du hast hier eine Salbung und der Geist Gottes kommt auf dich. Als Kombipack. Die Berufung und die Befähigung, sage ich mal. Ne? So, wir wissen aber, dass Saul das Ding verscherzt hatte durch seinen Ungehorsam, weil er auf das Volk gehört hatte, weil er, Angst vor der Mehrheit hatte oder was auch immer. Er hat jedenfalls sein Königtum verscherzt. Wie wir gelesen hatten dann vorhin, war es dann so, dass Samuel später, nachdem Saul verworfen worden war, zu Isai gesandt worden ist, um David eben zu salben. Ihr kennt diese Geschichte mit den Brüdern und der war dann da auf der Weide und so weiter. So, und als sie ihn dann endlich geholt hatten, da heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist Jahwes geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Hier hast du das Gleiche. Die Salbung, Berufung von Gott erfolgt durch seinen Diener hier. Und gleichzeitig ist es so, der Geist kommt auf David. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, im Alten Testament kommt der Heilige Geist auf die Menschen. Im Neuen Testament haben wir eine völlig andere Situation. Im Neuen Bund, da ist der Heilige Geist in uns. Wir brauchen auch den Heiligen Geist auf uns als Befähigung und Salbung. Ja? Aber im Alten Testament war er nicht dauerhaft in den Menschen wohnend. Ne? Aber hier war es eben so. Die Salbung und die, wie soll ich mal sagen, Aufgabe und gleichzeitig die Befähigung waren als Kombipack da. Der war also in der Lage, jetzt entsprechend als König zu wirken. Und, anders als bei Saul, blieb der Heilige Geist auch bei ihm. Auf ihm. Okay? Gut. Jesaja dann, der spricht in Kapitel 61, Jesaja 61, in ganz interessanter Weise über die Salbung. Sie kennt ja auch alle die Stelle.
Der Geist des Herrn Jahwe ist auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Die gleiche Aussage. Der Geist ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Weil ich gesalbt bin, ist der Geist auf mir. Das ist exakt das Gleiche, was hier Saul bzw. David erlebt hat. Der Geist des Herrn Jahwe ist auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr Jahwes und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Jahwes, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Hochprophetisch, auch interessant, hochprophetisch für Deutschland, vielleicht gehen wir hinterher noch kurz drauf ein. Hier diese Bibelstelle ist etwas, wo Jesus sich selber mit connected, in Lukas 4. Da bezieht er das unmittelbar auf sich, ja. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Der Gesalbte, der Messias. Wenn er das sagt und auf sich bezieht, sagt er, ich bin der Gesalbte, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin derjenige, von dem der Prophet und die anderen Propheten gesprochen haben, dass da einer kommt im Namen des Herrn. Ich bin derjenige, sagt er damit, ja, der durch den Heiligen Geist zum Propheten, Priester und König gesalbt worden ist. Also diese Aussage, die er damals gemacht hat, war etwas, was für die Leser extrem klar war. Wenn wir uns das heute so durchlesen, dann im ganzen Kontext vom Judentum verstehen wir das nicht unbedingt. Wir verstehen nicht, was für eine dramatische Bedeutung diese Aussage für die gläubigen Juden damals da hatte. Ja? Sie kannten alle diese Bibelstelle. Dann kommt einer und sagt, ach übrigens, das gilt für mich, ne? So, das war nicht so, dass Jesus da irgendwie inkognito rumgelaufen ist, sondern er hat sich immer wieder, unmissverständlich, aber im jüdischen Kontext als Messias zu erkennen gegeben. Ne? Das finden wir immer wieder, wenn man sich da ein bisschen mit reingräbt und das dann rausfindet, wie deutlich er gesprochen hat, ja? Wie deutlich er gesagt hat, ich bin der Messias. Und deshalb wollten wir auch steinigen. Deshalb wurde er ja zur Gefahr für sie. Wenn er nichts dazu gesagt hätte, dann hätte man ihn ja in Ruhe lassen können. Aber er hat zum einen eben diese Wunder getan, Zeichen, Wunder, Krafterweise, die das bestätigt haben. Und zu anderen eben hat er gesagt, hier Leute, das gilt für mich, ich bin das. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ja, und dann gilt das für ihn. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Amen dazu. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Jawohl. Freilassung auszurufen, den Gefangenen. Und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr Jahwes und den Tag der Rache für unseren Gott. Und so weiter und so weiter. Ne? All das ist natürlich durch sein Kommen hervorgekommen. Wurde natürlich umgesetzt. Stimmt doch. Ja? Er hat Rettung und Erlösung gebracht. Und die Gefangenen können durch Christus frei werden. Und die Gebundenen können frei werden. Die Sünder können gerettet werden. Ohne ihn würden wir in dem ganzen Elend noch drin hängen. Durch ihn sind wir rausgerissen. Und all das gilt für uns. Und dann gilt unter anderem für uns, dass uns Kopfschmuck statt Asche gegeben ist und Freudenöl statt Trauer. Freudenöl, das Öl der Freude. Das Öl der Freude. Das heißt an irgendeiner anderen Bibelstelle, dass Christus gesalbt ist mit dem Öl der Freude, wie keiner unter seinen Gefährten. Öl der Freude. Es gibt ein Öl der Freude. Es gibt eine Salbung der Freude. So, wenn man sich so die Christenheit anguckt, dann hat man den Eindruck, in Deutschland ist das ziemlich
irgendwie vorbeigeschraubt. Ja? Aber es ist ein Zeichen von Christen, dass sie eben Freudenöl statt Trauer haben. Warum? Weil sie etwas haben in sich, auf sich, was die Menschen um sie herum eben nicht haben. Sie sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Geist der Freude. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Wenn jemand verzagt ist als Christ, ist was nicht in Ordnung. Wenn jemand unter Sorgen verzehrt wird, ich weiß, wovon ich spreche, das Ding kenne ich wirklich, ja, das habe ich persönlich durch. Sorgengeist. Er ist dämonisch. Es ist ein Geist. Ja? Und es ist nicht der Geist Gottes. Dieses Gefangensein, dieses Eingekerkertsein. Er sagt, ich hole die raus, ich setze sie frei. Sie können in Freiheit kommen. Die gebrochenen Herzen sind, werden verbunden. So, wenn ein Christ ein gebrochenes Herz hat, dann ist etwas, was der Herr für ihn hat, noch nicht passiert. Da muss noch eine Heilung stattfinden. Den Elenden frohe Botschaft zu bringen und so weiter. Das heißt, all das und noch viel mehr hat er für uns erreicht und es ist zur Verfügung und wir sollen es empfangen. Aber wie? Sehr gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Okay. In der Apostelgeschichte 10 heißt es über Jesus. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Oha. Mit Kraft gesalbt. Es gibt nicht nur eine Salbung der Freude. Es gibt nicht nur eine Salbung der Berufung in den Dienst, der Bevollmächtigung. Es gibt auch eine Salbung der Kraft. Klasse. Mit der war nämlich Christus gesalbt. Mit Heiligen Geist und Kraft, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Wofür wird die Salbung der Kraft gebraucht? Für Heilung. Warum? Weil die Leute, die unter diesen Krankheiten leiden, was auch immer das sein mag, vom Teufel überwältigt sind. So, wenn dir irgendjemand erzählt, Krankheit ist von Gott, ich sag dir eins, Feuer drauf. Das ist wirklich Lehre, die nicht dem Neuen Testament entspricht. Das ist eine Beleidigung Gottes. Christus ist gekommen und durch seine Striemen sind wir geheilt. Und gleichzeitig, obwohl wir geheilt sind durch sein Werk, auch wenn das keiner von uns so erlebt, wie wir es gerne hätten, Klammer zu. Gleichzeitig gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja von Gott. Du, da ist deine Theologie, ist sowas von, wie soll ich mal sagen, zersetzt, kaputt im Grunde genommen. Ja? Nicht stringent, dass man sich echt fragen sollte, was die Leute im Kopf haben, also einfach theologisch. Von der Beziehung zum Herrn, dem Gottesbild möchte ich mal gar nicht sprechen. Das ist völlig abartig und entspricht einfach nicht dem Zeugnis der Schrift. Jesus, und wir lesen immer, dass er alle geheilt hatte und alle befreit hatte, kannst nachgucken, kommt etliche Male vor in den Evangelien, ja, Jesus ging umher, tat wohl, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Warum? Weil er gesalbt war mit Heiligen Geist und mit Kraft. Und genau das ist das, was du und ich brauchen. Und genau das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen umhergehen, wir sollen wohltun, wir sollen die Leute heilen und wir sollen die von der Macht des Teufels befreien. Das ist der Job, das ist der Missionsbefehl, das ist das, was Jesus uns gesagt hat. So. Und da sollten wir langsam reinkommen, dass wir das wirklich effektiv umsetzen in unserem Leben. Warum? Weil wir gesalbt sind. Sonst dürfen wir uns nicht Christen nennen. Ne? Denn wie schon gesagt, dieser Begriff bedeutet, dass wir Gesalbte sind. Tja, jetzt kann man natürlich sagen, naja, das galt jetzt für Jesus und das ist für den Herrn. Ich weiß ja gar nicht, ob das für uns heute noch so gilt. Es gibt theologische Konzepte, die mit viel Kraftaufwand da versuchen, sowas hinzubiegen. Ja, schauen wir mal. In Markus 6, Abvers 12 heißt es, und sie, und damit sind die 12 Jünger gemeint, in Zweiergruppen,
zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Die Formulierung ist ja schon mal sehr hilfreich. Wer heilte die Leute? Die Jünger heilten sie. Hier heißt es nicht, und der Herr heilte sie, sondern weil sie gesalbt waren, haben sie die Heilung weitergegeben. Verstanden? So, mir ist vielleicht mal aufgefallen, Leute, die einen effektiven Heilungsdienst haben, ja, die haben, wie soll ich mal sagen, das Bewusstsein, das ist etwas, was Gott ihnen gegeben hat und was sie weitergeben können. Das ist wie bei einer, der weiß, ich kann gut singen, der sagt nicht, oh Herr, helf mir bitte, dass ich gut singen kann jetzt, sondern das ist etwas, was da ist. Und das setzt er einfach ein. Und so ist das hier auch. Der Herr hat es ihnen gegeben und sie haben es einfach eingesetzt und umgesetzt und genutzt. Und deshalb haben sie die gesalbt und deshalb haben sie die geheilt. Das gehört dazu. So, und hier finden wir also, dass Jesus die beauftragt hat, Dämonen auszutreiben, Kranke und Schwache eben hier zu salben und die Leute zu heilen. Naja, das war jetzt natürlich für die Jünger, für die 12 Jünger. Okay, schauen wir weiter. In 1. Johannes 2 gibt es einen interessanten Abschnitt. Und da beginnt das, kennt ihr alle, mit folgenden Worten. Das ist dieser Abschnitt, der fängt folgendermaßen an. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Was für eine interessante Formulierung. Erinnert mich sehr stark an diesen Vers in der Apostelgeschichte, wo es da heißt, Jesus, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Das heißt, er ist gegangen und hat einfach die Werke des Teufels, boff, 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 wo er hinkam, zerstört. Er hat den Bösen überwunden. Und der Böse hat sich damals darin gezeigt, dass die Leute krank waren. Weißt du, ein großes Geheimnis ist, dass das heute noch genauso gilt. Der Böse zeigt sich, dass die Leute krank sind. Krank am Herzen, krank am Körper, krank im Verstand, krank im Sinn, krank in der Psyche, krank im Geist, krank in allem Möglichen. Krank. Krank durch Aktivität des Feindes, der nicht möchte, dass die Leute überhaupt gesegnet durchs Leben gehen. Geschweige denn, dass Christen stark und gesegnet durchs Leben gehen und irgendwas bewegen. Das ist der größte Horror für ihn. Seine Agenda ist auf jeden Fall, alle Christen krank, arm, schwach, zerstritten. So, und ich muss sagen, klappt flächendeckend ziemlich gut, seine Aktivitäten. Klappt ziemlich gut. Leider, das sollte sich ändern. Okay, einige Verse weiter heißt es dann in diesem Abschnitt hier von Johannes, 1. Johannes 2, und ihr, und er schreibt ja hier an diese Väter, die Männer, die jungen Männer und so weiter, Kinder, er schreibt an die Leute, also an alle, die Gemeinschaft, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ein paar Verse weiter bestätigt er das nochmal. Da heißt es in 1. Johannes 2, Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Das ist was anderes als das, was wir im Alten Testament gesehen hatten. Da war die Salbung auf den Leuten, okay? In euch steht hier ausdrücklich. Und ihr habt, weil das der Fall ist, dass sie nämlich in euch ist, nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Was heißt das?
Die Salbung, von der er hier spricht, ist eben die Salbung mit dem Heiligen Geist. Diese Kombipackung, die Salbung der Befähigung, der Berufung, der Beauftragung, der Kraft, der Freude oder was auch immer, als Kombination mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Salbung. Und deshalb heißt es hier, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und deshalb habt ihr das Wissen. Ja, es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Stimmt's? Er ist derjenige, der uns die Richtung vorgibt. Er ist der Beistand, der Tröster. Er ist derjenige, der uns in die richtige Richtung leitet. Und wir brauchen dieses übernatürliche Wissen des Heiligen Geistes, um in der richtigen Richtung zu gehen. Und du musst wissen, was ist denn jetzt hier tatsächlich im Befreiungsdienst dran? Du brauchst die Leitung des Heiligen Geistes. Wie Andreas Herrmann immer so schön sagt, du hast einen Befreiungsdienst. Du musst mal wissen, was hast denn da an der Angel? Ist das ein Barsch oder ist das das Ungeheuer von Loch Ness? Ja? Du brauchst übernatürliche Erkenntnis. Du brauchst Wissen. Und dieses Wissen findest du nicht in der Schule oder in Nachrichten oder gar in der Zeitung. Dieses Wissen findest du nur, indem du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entwickelst und er dich leitet in alle Wahrheit, damit du weißt, was da eigentlich los ist. Ja? Das ist der Punkt. So, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, wie der Heilige Geist im Neuen Testament in uns bleibt. Und wir müssen verstehen, was für ein unvorstellbares Vorrecht, was für ein Segen das ist, dass wir den Heiligen Geist haben, in uns haben, dauerhaft in uns haben, dass er auch nicht weggeht, dass er uns leiten will. Und wir, ehrlich, wir müssen eine Kultur der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in uns entwickeln. Wirklich, das ist das Wichtigste, was wir überhaupt im ganzen Christenleben entwickeln müssen. Denn wenn wir das nicht haben, sein Reden nicht kennen, seine Führung nicht kennen, werden wir immer irgendwo anecken, werden wir immer irgendwie mühsam durchs Leben gehen. Und wenn wir effektiv im Dienst sein wollen, brauchen wir genau das. Wir brauchen das. Und so heißt es hier, nämlich hier, seine Salbung belehrt euch über alles. Und daran merkst du, wie wichtig es ist mit diesem Thema Salbung. Das ist nämlich hier, eine Salbung, die über alles belehrt. Und das ist das, was wir alle brauchen, was wir uns alle wünschen. Dass wir wirklich Weisheit haben, dass wir wirklich geschult sind, dass wir wirklich Wissen haben. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, deshalb brauchen wir diese Salbung, deshalb brauchen wir diese, wie soll ich mal sagen, Berufung, diese Heiligung, dieses Vorbereitetwerden in den Dienst, den er für uns hat. Ja, egal welche Aspekte du dir da anguckst, und es gibt noch mehr, wie die Kraft, wie die Freude, wie die Berufung und so weiter. Wir brauchen das ganze Package. Wir brauchen alles, was er für uns hat. Ja. Wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. In Gott durch die Belehrung der Salbung. Also das ist was, da habe ich auch noch keine Predigt drüber gehört. Ja, was das eigentlich bedeutet. Worum es mir eigentlich geht, ist klar zu machen, das ist ein Riesenthema. Und das ist ein Thema, was das Christendasein extrem stark beeinflusst, weil es ist sogar unser Name, dass wir sagen, wir sind die Gesalbten. Und wir sind die Gesalbten. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Hier ist das gleiche Ding wieder. Salbung und Heiliger Geist kombiniert. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit der Salbung. Ja? Es ist wie eine Anzahlung. Es ist in unseren Herzen, es ist da drin, es bleibt drin. Ne? So, und Paulus sagt, das ist etwas, was für uns gibt. Das gehört zu den Verheißungen Gottes. Ja? Das sind Verheißungen, die uns zustehen und wir sind gesalbt. Und derjenige, der uns gesalbt hat, ist Gott. Und es ist etwas, was für uns gilt. Es ist in unseren Herzen drin. Und genau das hat die Urgemeinde gemacht.
sie ist genau darin vorwärts gegangen. Und zwar nicht nur die Apostel, sondern alle über die Kirchengeschichte hinweg. Und wenn du dich damit beschäftigst, mit der Kirchengeschichte, dann gab es eigentlich immer Gruppierungen, die mit dem Heiligen Geist vorwärts gegangen sind, die für Heilung und Befreiung gestanden haben und die das Reich Gottes gebaut haben. Und du findest diese Aussage, dass der Herr einfach da, oder im Neuen Testament, dass das immer wieder vorkommt, an verschiedensten Stellen. Nur eine noch, Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben. Im Namen des Herrn. Die Jünger salben mit Öl. Von Jesus lesen wir das übrigens nicht. Aber bei den Jüngern lesen wir es. Und hier heißt es das auch. Ja, also es ist etwas, was uns aufgetragen ist. Das Thema, andere zu salben, mit Öl, Leute zu salben, die in Bedrängnis sind. Und aber in diesem ganzen Ding vorwärts zu gehen für den Herrn. Warum? Weil wir Gesalbte sind. Weil wir, wie gesagt, und bitte richtig verstehen, kleine Messias sind. Im biblischen Sinne. Ist auch logisch, Mensch. Der Heilige Geist, der in Jesus war, ja, der gleiche Heilige Geist, der ihn auferstehen hat lassen, das ist der Geist, der in uns ist. Wenn jemand wiedergeborener Christ ist, der exakt identisch gleiche Geist. Und er will das genau gleiche tun, was Jesus unter den Menschen getan hat. Ja, so. Das ist, und wenn du die Missionsbefehle anguckst, ist genau das, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Und da müssen wir reinkommen. Wir müssen endlich aufhören, Kirche zu spielen und irgendwie so ein gesellschaftlich angepasstes, konformes Christentum darzustellen, sondern wir müssen in dieses Ding reinkommen. Wir müssen dahin kommen, dass das System so aufgescheucht ist von den Christen, dass es anfängt, sich wirklich dagegen zu stellen, ja, wie es über die ganze Kirchengeschichte immer wieder der Fall war, oder wie du in der Apostelgeschichte 4 liest, ja, dass die Jünger sich zusammengerappelt haben, gebetet haben, ja, und gesagt haben, Herr, wir brauchen mehr Freimütigkeit. Die drohen, die machen da Motzgetöse, wir brauchen Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder und so weiter geschehen. Ja, ne? Und dann heißt es, und die Städte erbebte. Der Herr hat ein Erdbeben geschickt. Und dann fiel der Heilige Geist neu. Ne? So, also, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Freimütigkeit, wir brauchen Kühnheit, wir brauchen eine, ich sag mal, wir brauchen eine Darstellung echten Christentums, die so deutlich ist, dass das System quietscht und anfängt, sich dagegen zu stellen. Momentan werden wir ignoriert, übersehen, eventuell etwas geduldet, vielleicht belächelt. Anderswo ist das völlig anders. Denn ich lese nochmal Jesaja 61. Der Geist Jahwes ist auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Okay, das sagt Jesaja erstmal so prophetisch. Eigentlich sagt er das über sich. Dann spricht er von mir. Jesus bezieht das auf sich. Und weißt du was? Das gilt auch für dich und mich. Der Geist Jahwes ist auf dir, denn Jahwe hat dich gesalbt. Wenn du den Heiligen Geist hast, das heißt, dass du ein wiedergeborener Christ bist, sonst kannst du nämlich nicht im Geist neu geboren werden, ne? Wenn das passiert ist, bist du gesalbt. Du bist gesalbt als König, Priester und Prophet. Ne? Lesen Hebräerbrief. Dann solltest du das verstehen. So, wenn du, dann bist du gesalbt. So, dann heißt es, er hat dich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Das ist Evangelisation. Die Menschen, die keine Hoffnung haben um dich herum, das Evangelium zu bringen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Ja, das sind Menschen eben in, keine Ahnung, irgendwelchen psychischen Dingen oder Notsituationen, schwierigen Lebensumständen und so weiter. Wo wir reingehen sollen, wo wir Hilfe bringen sollen, wo wir wirklich Segen sein sollen. Freilassung auszurufen den Gefangenen. Das ist für mich typisch Krankheit und dämonische Gebundenheit. Die sind gefangen. Gefangen, die Menschen um uns herum sind gefangen. Vielleicht raffen sie es nicht, aber es ist die Wahrheit. Und wir haben die Möglichkeit, sie rauszuholen. Aber wir sollten aktiv werden. Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Da ist also jemand gebunden und der Gebundene ist noch dazu im Kerker drin. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Das sind Leute, die sind echt gefangen, gefangen. Das ist das, wo ich sage, da muss Befreiungsdienst stattfinden. Auszurufen, das Gnadenjahr
Jahwes. Was damit gemeint ist, ist das Jubeljahr. Das 50. Jahr. Ja? Das Jahr der Freilassung. Da wurden die Sklaven zurückgegeben, da wurden die Schulden erlassen und so weiter. Diese Freilassung, völlige Freilassung, Neuanfang, Cut. Ja? Dieses Jubeljahr war von Gott so konzipiert, dass es ein absoluter Shift war. Das war wie ein Reset. Ja, es wurde Schluss gemacht und es kam ein kompletter Neuanfang. Alle Schulden wurden erlassen. Halleluja. Das hatte eine unvorstellbare wirtschaftliche Dynamik freigesetzt. Weil es gab keine Verschuldung, sondern immer nur ein Darlehen, sozusagen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Jeder wusste, okay, dann sollte es einen Cut geben. Bedauerlicherweise weiß man nicht, steht nichts in der Bibel und auch nicht außerbiblische Quellen, ob das jemals durchgeführt worden ist. Das Gnadenjahr bzw. Jubeljahr. Aber dieses Jubeljahr, Neuanfang, sollen wir verkündigen. Was ist denn? Das ist genau das, eine Wiedergeburt. Das ist neu, das ist echt neu. Ja, Neuanfang, der Alte ist tot. Dafür ist das die Taufe im Bild, gestorben. Erledigt, ersoffen. Ja? Und was Neues entsteht, das ist das mit dem Gnadenjahr. Echter Neuanfang, Reset. Dann kommt was Schönes. Den Tag der Rache für unseren Gott. Rache. Da möchte ich gerne mal eine Predigt drüber halten. Kommt nächstes Jahr. Rache, hier ehrlich, das ist so ein cooles Thema. Wir haben immer so ein, nee, wir haben so ein Bild aus dem Wilden Westen oder sowas vor uns, ja, so nach dem Motto, der hat mir was angetan, jetzt räche ich mich. Nee, Rache ist etwas, was im biblischen Zusammenhang oft mit Gott in Verbindung steht. Er ist der Gott der Rache. Ja, was rächt er denn? Das, was uns angetan worden ist. Und wen zieht er dafür heran? Na, den Feind. Der wird bezahlen für all das, was er angetan hat. Ja, so, und da sage ich dir eins, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn da in der Rache Gottes Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Ja? Rache ist ja wirklich sehr schön. Das ist sogar wortmäßig ist es sehr eng. Ja? Wir werden gerecht. Wir sind gerecht durch den Herrn. Wo du merkst schon, das ist eigentlich das gleiche Wort. Auch wenn es im Deutschen ein bisschen anders geschrieben wird. Ne? Aber von der Bedeutung her, Rache stellt Gerechtigkeit wieder her. Amen dazu. Wenn der Herr sagt, wir verkündigen den Tag der Rache, ich sage dir eins, dann zittern die dämonischen Strukturen, die wir in unserem Land noch und nöcher haben, weil der Herr kommt und stellt seine Gerechtigkeit wieder her. Was ist das? Das ist das, was wir mit Erweckung bezeichnen. Und das ist das, was wir dringend brauchen. Und das ist gegenüber dem System und gegenüber den dämonischen Strukturen, ist das Rache. Die Rache Gottes für das, was er angetan hat. Ich sage dir eins, in Deutschland ist das seit 110 Jahren überfällig. So, da wird die Rache besonders gerecht ausfallen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja? Aber wir haben diesen Tag der Rache zu verkündigen. Ne? Dazu sind wir gesandt. Das ist das, wenn wir von Erweckung, von dem Wirken Gottes sprechen. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Die Trauernden Zions, Zion ist immer das Bild für das Volk Gottes, für das eigentliche Volk Gottes. Diejenigen, die im Volk Gottes leiden, diejenigen, die trauern, ja, von mir aus Märtyrer oder was, die Leute, die eben unter dieser feindlichen Bedrängnis leiden. Ne, dahin zu kommen und denen Frieden zu verkündigen und denen Schmuck statt der Asche, in der sie sitzen, also ein Zeichen für Trauer im Alten Testament natürlich, ja, zu geben. Und dann eben Freudenöl statt Trauer. Jetzt pass auf, wer hat das Freudenöl? Du hast das Freudenöl. All das hier gilt, weil du gesandt bist, wie Christus gesandt ist, wie von mir aus Jesaja gesandt war, das umzusetzen. Deshalb sind wir gesalbt. Wir sind gesalbt, damit was passiert. Nicht damit wir glücklich in der Ecke stehen, ja? Sondern damit wir etwas tun. Und wir sollen dieses Freudenöl weitergeben, statt Trauer. Ein Ruhmesgewand. Also Gewand, dieser Mantel, ja? Gewand kommt ja öfters vor, auch bei den Gleichnissen Jesu. Ja, mit dem Gewand, mit dem weißen Gewand, was dir gegeben ist und so weiter. Ein Ruhmesgewand.
Du hast was zu rühmen, du hast was, wo du den Herrn preisen kannst. Du bist eingebettet darin, statt eines verzagten Geistes. Amen dazu. Wir haben so viele Christen mit verzagtem Geist. Wir brauchen das nicht. Ja? Wir sind Leute, die aufstehen, in denen Gott ist. Der Heilige Geist ist in uns. Wir müssen ihn rauslassen. Ja? Keinen verzagten Geist mehr. Warum? Damit sie Terebinden, also das ist eine bestimmte Baumart, Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung Jahwes, dass er sich durch sie verherrlicht. Heißt, Gott will sich verherrlichen durch wen? Durch uns. Er will sich durch sie, nämlich die Pflanzung, diejenigen, die er gepflanzt hat, will er sich verherrlichen. Das sind du und ich. Ja? Und wir haben all diese Sachen zu tun, wie Jesus die auch getan hat. Und jetzt gesagt, das ist mein Job. Job Description. Und genauso ist das unsere Job Description. Das gilt für uns. Und jetzt kommt was Wunderbares. Dann heißt es hier, sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Das ist natürlich vielschichtig zu verstehen, das ist mir klar. Aber weißt du was? Für mich spricht das eindeutig von Deutschland. Wenn du dich mit der deutschen Geschichte beschäftigst, und ich habe schon etliche Male darüber gelehrt, gab es Anfang des 20. Jahrhunderts durch verschiedene Ereignisse einen Cut. Ab dann hat Deutschland sich völlig schräg entwickelt, völlig in irrwitzige weltweit weltweit Auswirkungen, negative Entwicklungen gemacht. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und Weimarer Republik. Viele kleinere und größere Sachen noch drumherum. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass Deutschland der größte Aggressor im 20. Jahrhundert war, weltweit. Die bekloppteste Nation auf dem Globus. Es gab keinen, der blöder drauf war. Der größte Stänkerer, die mieseste Nummer auf dem gesamten Globus war Deutschland. So, im 20. Jahrhundert. Ehrlich. Herrlich. Und das Christentum war gespalten durch diese damaligen Ereignisse und so schwach und hat sich so zur Nullnummer selber begeben, von der Kraft, von der Power, von der Salbung her, dass diese dämonischen Kräfte da die Herrschaft, sage ich mal, übernehmen konnten. Und das war vor etwa 110 Jahren. Und seitdem ist Stagnation in der Christenheit. Die Zahl der Christen damals ist genau die gleiche Zahl, die wir heute haben. Kein Wachstum in über 100 Jahren. Nur damals gab es weniger Leute. Da gab es ein paar 60 Millionen, ich glaube 64 oder irgendwas. Heute haben wir bald 83 Millionen. Das heißt, wir haben prozentual sind wir noch im Sinkflug. Momentan ist die Zahl der Christen in Deutschland der wiedergeborenen Christen. Ich nehme nicht von irgendwelchen Leuten, die auf irgendeiner Liste in irgendeiner Kirche stehen, ja, sondern von den wiedergeborenen Christen, die eine persönliche Beziehung zum Herrn haben und das auch entsprechend artikulieren. Diese Leute gibt es also zwischen 1-2% der Bevölkerung. Das ist für die normalen Politiker eine Lachnummer, die übersehen sie. Da gibt es viel interessantere Gruppen, um die man sich kümmern muss. Keiner erwartet, dass die Christen irgendwie relevant sind. Und das Blöde ist, die Christen erwarten es auch nicht. Das sollte sich ändern. Das ändert sich dann, wenn wir verstehen, der Heilige Geist ist in uns. Und wir selber sind die Antwort auf die Probleme in dieser Nation und wir sind die Lösung, weil der Herr hat uns gesalbt, all das zu tun, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Ja? Wenn du dich umschaust in der Gesellschaft, die feiert jede Perversion und ist gleichzeitig sowas von einem unsagbaren Elend und Not und Leid und Schmerz, ja, einer Enttäuschung, einer Frustration, einer Sinnlosigkeit. Ich meine, all dieses, sagen wir mal, exzessive, wilde, ist ja nichts anderes, um den Schmerz und die Leere zu übertönen. Ist ja nichts anderes, als irgendwie das, irgendwas zu finden, um das wegzubeamen so ein bisschen. Wir sind die Lösung. Wir haben die Lösung. Und wir sind dafür gesetzt. Und das Schöne hier ist, sie, nämlich diese Leute, die der Herr entsprechend gesalbt hat, werden die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen.
Das heißt, was der Feind vor 110 Jahren und vielleicht noch länger zuvor kaputtgeschlagen hat, durch was auch immer, raffinierte Schachzüge, wird irgendwann wieder aufgebaut werden. Das früher Verödete wird wieder aufgerichtet werden. Halleluja dazu. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Und das ist echt etwas, was mir Hoffnung gibt für Deutschland. Weißt du, ich habe mich mit der deutschen Geschichte wirklich intensiv beschäftigt, weil ich habe gesagt, das ist irgendwie alles schräg hier. Das irgendwie passt das alles hier so nicht zusammen. Es passt nicht zusammen, wenn du die Bibel liest, weil die Christenheit ist nicht so, wie es in der Bibel steht. Passt einfach nicht. Ist nicht kompatibel. Ich habe Christenheit gesehen, was ich so kannte, habe Bibel gelesen, das sind zwei unterschiedliche Dinge, das passt nicht zusammen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, woher kam das? Und weil ich da so ein analytischer Typ bin, habe ich das eben entsprechend irgendwann mal rausgefunden. Und das Ganze war einfach nur ein paar raffinierte Schachzüge des Feindes, der ein paar Leute verblendet hat, die den Heiligen Geist abgelehnt haben, die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht haben und damit die Nation in die Hände des Feindes gespielt haben. Punkt. Ganz einfach. Aber irgendwann, sagt die Bibel, ist die Schuld erledigt. Irgendwann ist es so, dass der Herr sagt, hier, diese Trümmerstätten werden wieder aufgebaut. Das Verödete wird wieder aufgerichtet. Das, was damals versemmelt worden ist, es gibt Leute, die kommen und das, was verödet lag von Generation zu Generation, die bauen es wieder auf. Und das sind diejenigen, die verstehen, dass sie gesalbt sind und die Berufung haben und mit dem Herrn vorwärts gehen in das, was er für sie hat. Und das ist genau der Punkt, worum es uns bei Gottes Haus geht. Dass wir sagen, wir müssen die Christen schulen, wer sie sind in Christus, welche Position sie haben, was sie zu tun haben. Und ich möchte euch nochmal dieses Bild erzählen, was wir zu Beginn unseres Dienstes ganz am Anfang hatten. Da war ein riesiges Schlachtfeld. Viele von euch haben es schon x-mal gehört. Ein riesiges Schlachtfeld. Überall waren kleine Häufchen. Da waren Rauch und Dampf und überall lag Zeug rum und so weiter. Und da waren so kleine Häufchen. Und dann sind wir hingegangen und haben geguckt. Und das waren Leute, das waren Christen. Die hockten da, hatten die Waffen um sich verteilt und guckten nach unten. Heulten vielleicht, waren depressiv oder was auch immer. Aber die waren weder tot, die waren zum größten Teil noch nie mal verletzt. Die waren einfach nur niedergeschlagen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und guckten nach unten. Und dann sind wir hin und haben gesagt, hier guck mal hoch, da ist der Herr, schau auf den Kampf, wir müssen weiterkämpfen, es gibt was zu tun. Du kannst hier nicht so blöd hocken bleiben, es gibt etwas zu tun, du musst kämpfen. Und wir haben die Leute motiviert, die Waffen zu nehmen und wieder in den Kampf zu gehen. Und bei den meisten hat es funktioniert. Und bei einigen, wo es nicht funktioniert hat, hat vielleicht ein Tritt in den Hintern geholfen. Und es waren ganz wenige, bei denen es nicht funktioniert hat. Aber das war das, was wir gesagt haben, das ist unser Job. Deshalb haben wir den Dienst auch Ermutigungsdienst genannt, weil wir gesagt haben, Ermutigung heißt Mut, wieder weiterzukämpfen, Mut, in den Kampf weiterzugehen, Mut, das zu tun, was der Herr für uns hat. Mut, den Job zu tun, den er hier für uns vorgesehen hat. Deshalb Salbung. Deshalb die Salbung. So, und deshalb ist der Begriff Salbung für uns etwas Wunderbares, etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Positives und es ist etwas, wo wir sagen, das bringt das Volk Gottes in die richtige Spur, in das, was wir eigentlich tun sollten. Amen. Amen.